Was kann ich tun, wenn ich statt der vollen EM-Rente nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente zuerkannt bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Rund 50% aller beantragten EM-Renten werden bewilligt. Oft aber nicht so, wie sich das der Versicherte vorstellt. Sie beantragen eine volle Rente wegen Erwerbsminderung und erhalten aber nur die teilweise Erwerbsminderungsrente. Man könnte auch sagen, statt der vollen Rente gibt es nur die halbe Rente. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, oh, das ist ja ganz schlimm. Warum habe ich nur die teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen? Da sagen wir bei uns in unserer Praxis, das ist ja schon mal etwas. Das ist ja schon ein Anfang. Da haben Sie ja schon mal ein bisschen was bekommen von der deutschen Rentenversicherung. Natürlich weiß ich auch, wir wissen das alle, das Leben ist teuer in Deutschland. Oft reicht deshalb die teilweise Erwerbsminderungsrente zum Leben nicht aus. Also muss es ja irgendwie weitergehen. Und die Gründe für die Bewilligung der teilweisen Erwerbsminderungsrente liegen aus unserer Sicht immer nur im medizinischen Bereich. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung hat durch medizinische Sachaufklärung herausgefunden, dass sie nur noch 3 bis unter 6 Stunden arbeiten gehen können, aber es für eine volle Erwerbsminderung, also unter 3 Stunden, nicht ausreicht. Wir kennen 2 Arten der teilweisen Erwerbsminderung. Das ist einmal die klassische teilweise Erwerbsminderungsrente, die für den allgemeinen Arbeitsmarkt gilt. Und dann haben wir noch die teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit. Und der Unterschied ist relativ wichtig, weil wir jetzt uns natürlich die Frage stellen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich statt der vollen Rente nur die teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme und irgendwie reicht es nicht aus. Das einfachste und das schnellste Mittel ist natürlich, ich lege erstmal gegen den Rentenbescheid, der mir die teilweise Erwerbsminderungsrente zubilligt, erstmal Widerspruch ein und beantrage die volle Erwerbsminderungsrente. Keine Sorge, mit dem Widerspruch erhalten Sie die teilweise Erwerbsminderungsrente trotzdem ausgezahlt. Sie können auch sagen, nein, ich lege gar keinen Widerspruch gegen den Bescheid ein. Wenn Sie nämlich zum Beispiel aufgrund anderer oder wenn es für Sie zum Beispiel aufgrund anderer Umstände günstiger ist, auch die teilweise Erwerbsminderungsrente zu beziehen. Das Wort heißt auch. Also wer zum Beispiel noch Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, der sollte wirklich prüfen lassen, ob die teilweise Erwerbsminderungsrente neben dem Arbeitslosengeld 1 entweder mit oder ohne Anrechnung weitergezahlt bekommt. Ich hatte vorhin erzählt, es gibt ja eine teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit. Und dort haben wir es so, dass Arbeitslosengeld in diesem Fall ungekürzt auf dieser Rentenart weitergezahlt wird. Da findet keine Anrechnung statt. Der Versicherte kann natürlich auch prüfen oder Sie können prüfen, ob Sie mit Ihrem Restleistungsvermögen vielleicht noch neben der teilweisen Erwerbsminderungsrente arbeiten können. Es kann auch sein, dass die teilweise Erwerbsminderungsrente, wenn die als Dauerrente gewährt wird, für Sie ganz interessant wird für die zukünftige Altersrente, die vielleicht in Kürze bei Ihnen eintreten könnte. Ja, dann sollten Sie sich bitte eine Probeberechnung für die Altersrente von der Deutschen Rentenversicherung geben lassen. Und dann kann es sein, dass Sie da ein freudiges Erlebnis haben. Denn dann steht auf einmal da, dass Ihre Altersrente höher ist, als Sie die erwartet hätten, wenn Sie keine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen hätten. Stichwort Besitzschutz der festgestellten Entgeltpunkte aus der Erwerbsminderungsrente. Wenn eine Teilzeitbeschäftigung beim aktuellen Arbeitgeber oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht möglich ist, dann sollten Sie auch prüfen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, ob Sie nicht Anspruch auf eine sogenannte Arbeitsmarktrente haben. Diese Arbeitsmarktrente, die ist eine volle Erwerbsminderungsrente, aber sie wird eben nur aufgrund des nicht vorhandenen Teilzeitarbeitsmarktes geleistet und sie ist immer grundsätzlich befristet. Da könnte man auch sagen, was man hat, das hat man. Aber sie ist natürlich gegenüber einer vollen Erwerbsminderungsrente aus medizinischen Gründen immer im Nachteil, weil sie grundsätzlich befristet ist. Die Feststellung, also da die Feststellung der Erwerbsminderung immer eine medizinische Feststellung ist, sollten Sie im Falle eines Widerspruchsverfahrens auch mit Ihren behandelnden Ärzten sprechen, um zu prüfen, liegt denn wirklich volle Erwerbsminderung vor, damit Sie hier auch gestärkt in ein Widerspruchsverfahren reingehen können. Wir können nur raten, im Zweifel legen Sie Widerspruch gegen den Rentenbescheid ein und kämpfen für eine volle Erwerbsminderungsrente.
Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.